Der Thanos des Monsterverse wurde jetzt offiziell geleakt, beziehungsweise behaupten das einige Stimmen aus US-amerikanischen YouTube-Channels, die eine sehr interessante Theorie darüber aufgestellt haben, dass wir bereits den großen Antagonisten der nächsten Godzilla-Filme oder eben der nächsten Monsterverse-Filme kennengelernt haben, ohne es wirklich zu wissen. Was genau sich hinter dieser Theorie verbirgt und wer jetzt wirklich das böse Mastermind im Monsterverse sein wird oder könnte, das erfährst du in diesem Video. Bleib auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Ganz wichtig, viel Spaß mit dem Video. Okay, tatsächlich finde ich es sehr interessant, dass sich jetzt immer mehr Leute gerade im US-amerikanischen Raum mit der Frage beschäftigen, wer denn jetzt wirklich der Thanos des Monsterverse sein wird. Denn das ganze Thema habe ich irgendwie auch schon mal angesprochen und das hat aber gar nicht mal so viel Anklang gefunden. Denn, naja, die ganze Nummer ist eben noch relativ offen. Godzilla Kong ist zwar nicht der erste Film des Monsterverse, aber er ist eben der erste Film, der nun ein gewaltiges Universum auch wirklich aufbaut. Das heißt, wir können hier sehr wahrscheinlich mit einer Post-Credit-Scene rechnen. Wir können damit rechnen, dass der Film auch Geheimnisse aufbaut, die wir dann aber erst den kommenden Film erfahren werden. Sowas zum Beispiel, wie kamen die Menschen in die Hollow Earth runter oder auch noch andere Dinge. Ich meine, Godzilla vs. Kong hat es ja so minimal vorgemacht, da haben wir die Hollow Earth kennengelernt, haben dann vom Krieg der Kaiju erfahren, vom Krieg der Titanen und genau das wird jetzt ja angeblich auch in Godzilla Kong weiterhin behandelt. Ebenso soll Godzilla Kong nun weitere Mysterien aufwerfen, die dann in späteren Filmen wichtig werden könnten. Unter anderem, und ich sag's einfach nur nochmal, könnte man sich auch dann in Zukunft mal damit beschäftigen, dass Ghidorah ja aus dem All gekommen ist und das könnte eventuell noch wichtig sein. Und nein, ganz kurz hier mal einen Cut rein, der große Antagonist, der Thanos des Monsterverse, wird laut diesen Theorien nicht Space Godzilla werden. Die ganze Nummer ist ein bisschen komplexer und wenn das wirklich so kommen könnte, wäre das mitunter ein unfassbar genialer Move, den sogar ein bis zwei Leute von euch in den Kommentaren schon mehr oder weniger hervortheoretisiert haben. Also auch ihr habt diese Grundidee, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, schon gehabt, habe das Ganze aber mit so einem Lachsmiley beendet und tatsächlich ist das wohl jetzt eine Theorie, auf die nicht nur ihr gekommen seid, nein, sondern die generell nun immer mehr Anklang findet. Ob diese Theorie jetzt auf irgendwelchen Fakten, Tatsachen oder Leaks beruht, das kann ich hier wirklich nicht sagen. Das werden wir dann erst am Ende des Films wissen oder eben auch nicht. Aber wir sprechen jetzt hier auf jeden Fall über diese Theorie. Keine Spoilerwarnung an euch, weil ich habe keine Ahnung, inwiefern das auch nur ansatzweise Sinn ergibt oder auch auf den Film umsetzbar ist, Sinn ergeben tut. Doch, es macht total viel Sinn. Aber ob das jetzt wirklich dann im Endeffekt auch so umgesetzt wird, das ist jetzt quasi einfach Schrödingers Theorie. Das ist gleichzeitig stimmt's und es stimmt aber auch nicht. Und zwar so lange, bis wir wirklich wissen, ob das Ganze so umgesetzt wird oder eben auch nicht. Ganz wichtige Info noch an euch, die ich jetzt hier einfach mal preisgeben will, weil die macht irgendwie in einem extra separaten Video keinen Sinn. Es wird in dem Film Godzilla Kong eine Screentime von Titanen geben von weit über 60 Minuten. Tatsächlich war sogar die Rede gewesen von 114 Minuten Screentime der Titanen. Das sollte gerade die Leute freuen, die, naja, Angst hatten, dass die Menschen wieder zu sehr im Fokus stehen. Nein, man hat sich jetzt hier wirklich dieser Kritik angenommen und schreibt die Menschen mehr oder weniger raus. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann eben ablaufen wird, weil die Titanen eben auch nicht reden. Das heißt, bekommen wir dann sehr viele Szenen, die eben nur mit kommuniziert werden. Könnte ich mir allerdings ganz cool vorstellen. Auf jeden Fall soll die Screentime in diesem Film, also die Screentime der Titanen, soll die größte Screentime der Titanen von allen bisherigen Monsterverse-Filmen sein. Es war zwar auch generell von allen Godzilla-Filmen die Rede gewesen, aber ich habe bis heute noch nicht alle Toho-Filme gesehen. Schande über mein Haupt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, ob es auch einen Toho-Film vielleicht gibt, wo so eine extrem lange Zeitspanne, eine Screentime von Titanen oder eben Kaiju, wie sie im Original heißen, irgendwo schon mal da gewesen ist. Auf jeden Fall soll dieser Film jetzt hier, was das Monsterverse angeht, das Nonplusultra an Screentime der Titanen werden. Kommen wir also jetzt mal zu der Theorie und ihr werdet wahrscheinlich schon denken, okay Tobi, jetzt laber doch nicht um den heißen Brei herum, komm jetzt endlich mal auf den Punkt, wovon redest du eigentlich? Und lustigerweise habe ich davon schon länger gesprochen und ich habe es im letzten Video angesprochen. Ein paar von euch haben gesagt, ja, ist schon ein bisschen komisch. Andere von euch haben dann aber wieder gesagt, naja, das war aber eigentlich schon immer so. Jetzt kommen diese Theorien, die
also nicht nur aus meiner Birne stammen, sondern auch wirklich schon anderen Leuten, anderen YouTubern aufgefallen sind, nämlich warum verhält sich Godzilla so wahnsinnig skrupellos gegenüber allem anderen? Und ja, diese Theorie geht tatsächlich von einer Entwicklung aus, die Godzilla nun im Monsterverse wirklich durchmachen soll. Tatsächlich beruft das Ganze auf eine Aussage von Adam Wingard selber, der noch vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Interview in der Empire verkündet hat, dass der Werdegang von Godzilla, was das künftige Monsterverse angeht, mit Godzilla vs. Kong begonnen hat. Und da sind einige Leute stutzig geworden und haben sich gedacht, okay, was heißt denn das? Warum mit Godzilla vs. Kong? Zum einen könnte man eben davon ausgehen, naja, Godzilla vs. Kong war ja der erste Film von Adam Wingard im Monsterverse und vielleicht ist er darauf ein bisschen mehr eingegangen, dass er hier den Grundstein gelegt hat für die Beziehung zwischen Kong und Godzilla, dass Godzilla eben dann jetzt hier der Buddy von Kong wird nach und nach. Die Theorie geht allerdings davon aus, dass diese Aussage wesentlich mehr Input bietet als einfach nur das. Nämlich soll laut diesem Gerücht Adam Wingard hier darauf anspielen, dass Godzilla in Godzilla vs. Kong das allererste Mal sehr stark radikal gehandelt hat. Und ey, wie gesagt, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn ihr jetzt dagegen sprechen wollt, macht das ganz gerne. Ich sag nur, mir ist es eben auch schon aufgefallen, dass sich Godzilla aktuell, gerade in Godzilla vs. Kong und scheinbar auch in Godzilla Kong, anders verhält, anders radikal verhält, als in den ersten beiden Filmen. Denn auch da sind menschliche Opfer passiert und Godzilla war es im Endeffekt irgendwie auch egal. Allerdings ging es da meistens noch darum, dass Godzilla innerhalb eines Kampfes sehr viel zerstört hat und nicht eben einfach nur, weil er gerade mal von A nach B schwimmt, wie jetzt hier im Teaser zu oder im Trailer zu Godzilla Kong. In Godzilla vs. Kong haben wir nun zum allerersten Mal gesehen, wie radikal Godzilla wirklich vorgehen kann, wenn er der Meinung ist, er müsste jetzt das Gleichgewicht wiederherstellen. In Godzilla vs. Kong war es eben der Fall gewesen, dass er Ghidorah gespürt hat, denn Ghidorah war ja noch da, beziehungsweise waren bestimmte Zellen von Ghidorah immer noch aktiv und naja, Ghidorah wurde dann im Endeffekt auch in Mechagodzilla transplantiert und eigentlich haben wir in Godzilla vs. Kong wieder Ghidorah als Gegner, nur eben im neuen Körper. Und das soll laut dieser Theorie jetzt den ausschlaggebenden Punkt gelegt haben, dafür, dass Godzilla nun einfach ganz klar weiß, dass er jetzt wirklich durchgreifen muss, um dieses Gleichgewicht weiter zu erhalten. Unter anderem soll deswegen auch in Godzilla Kong die Thematik zwischen dem Gleichgewicht aufgegriffen werden, wo ja ganz klar gesagt wird, dass die Kongs eben die Menschen beschützt haben und Godzilla hat eben jetzt die Aufgabe, die Natur zu verteidigen. Und das soll er nun auch um jeden Preis machen. Die Theorie besagt, dass in Godzilla vs. Kong, laut den Aussagen von Adam Wingard, der Grundstein für den Werdegang von Godzilla gelegt wurde. In Godzilla Kong dann selber soll die ganze Nummer aber noch ein bisschen weitergehen. In den darauffolgenden Filmen soll sich dann unser Godzilla nach und nach zum Antagonisten der quasi ersten Phase des Monsterverse entwickeln. Und irgendwie bekomme ich da gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es heißt nicht, dass Godzilla jetzt im Endeffekt dann auch getötet werden muss. Das Ganze könnte so eine Loki-Nummer sein, wenn wir jetzt mal hier eine Marvel-Referenz heranziehen wollen, dass Godzilla dann zum Schluss allerdings auch wieder auf die gute Seite zurückgeholt wird, um dann vielleicht gegen eine noch größere Bedrohung anzugehen. Aber ich finde allein die Idee, dass diese erste Phase vom Monsterverse wirklich ein Werdegang eines Bösewichts sein soll und der dann aber auch noch Godzilla ist, ich fände das wirklich eine grandiose Idee. Und es würde auch Sinn ergeben, denn Godzilla wird immer mächtiger und wir haben jetzt ja inzwischen schon einen Godzilla Evolved, der dann möglicherweise auch in der Lage sein wird, Shimo zu besiegen. Das werden wir auch erst am Ende des Films erfahren. Allerdings glaube ich eben nicht, dass Godzilla Evolved dann da groß scheitern wird. Möglicherweise bekommt Godzilla auch noch eine weitere Form, aber in irgendeiner Art und Weise werden Kong und Godzilla Shimo und Scar King aufhalten. Dass die beiden sterben, hoffe ich immer noch nicht. Ich will jetzt langsam was aufgebaut bekommen. Ich kann das nicht leiden. Figur einfügen, Cut, tot, nächste Figur. Scar King und Shimo bitte weiter am Leben lassen. Allerdings ist Godzilla jetzt bereits auf einem Machtniveau, dass er sich ja mindestens mit Shimo anlegen kann, was wir auch bereits im Trailer gesehen haben, in der einen Szene in Rio. Das heißt, Shimo ist ja offiziell, das ist wirklich offiziell bestätigt inzwischen, der Ur-Kaiju, die Mother of Titans, also die Mutter der Titanen. Shimo muss demnach also auch schon um einiges älter sein als Godzilla selber und trotzdem kann der jetzt schon mit Shimo mindestens mithalten. Das sieht zumindest im Trailer ganz danach aus. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass Adam Wingard auch ein ziemlicher DC-Fan ist, da bleibt der Vergleich auch nicht aus, sich mal das Snyderverse ein bisschen mehr anzuschauen. Denn auch hier haben wir einen Superman, einen ganz klar overpowerten Charakter, der eigentlich den Spannungsbogen immer so ein bisschen runterdrückt. Denn wenn Superman auftaucht,
ist der Tag in der Regel gerettet. Es sei denn, Superman ist plötzlich der Böse. Genau das, was ja Zack Snyder eigentlich auch mit seinem Snyderverse vorerst vorgehabt hat, genau das könnten wir jetzt hier im Monsterverse bekommen. Wie gesagt, das Ganze ist eine reine Theorie, die eben auf so eine Aussage beruft und ey, das kann genauso eintreffen, wie es eben nicht eintreffen kann. Das ist, da gibt es wirklich keine Brocken, an denen wir uns festhalten können und sagen können, aha, hier ist jetzt der Beweis. Vielleicht bekommen wir irgendwas im späteren Film noch geliefert in Godzilla Kong oder irgendwelche Aussagen. Ich weiß es nicht. Aber zu dieser Theorie selber muss ich sagen, das würde ich einen unendlich krassen Aufbau für die erste Phase des Monsterverse finden. Und ihr wisst ganz genau, ich bin selber Team Godzilla, aber wie spannend wäre es einfach nur, wenn dieser Godzilla, den wir jetzt einfach auch schon seit Jahren begleiten im Monsterverse, nach und nach so aus dem Gleichgewicht kommen würde und dann eventuell sogar auch gegen die Menschen wieder geht, weil möglicherweise ist das ja auch der Grund, warum der Krieg damals ausgebrochen ist, das ist meine Theorie, dass die Menschen eben die Erde damals so stark beeinflusst haben und die Natur, dass die Godzillas was dagegen machen wollten oder eben die Titanen und die Kongs das eben verhindern wollten. Was, wenn das jetzt aber nochmal passiert? Lasst uns da bitte einfach mal in den Kommentaren drüber diskutieren und schreibt mir eure Meinung dazu mal unten rein, was ihr davon haltet. Ich habe da unfassbar Bock drauf, darüber mal zu quatschen. Was wäre, wenn das wirklich der Fall wäre? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es wieder vergessen. Ach so, ja, da hat noch ein Zuschauer irgendwo in die Kommentare mal so einen kleinen Masterplan reingepostet, wie er das Ganze sehen würde und der endet dann irgendwann mit Destroy All Monsters. So, das ist eine nette Idee, allerdings würde ich sagen, dass Godzilla nicht darüber hinaus der Bösewicht sein wird. Ich fand die Theorie irgendwie besser, dass das Ganze so im gesamten ersten Part des Monsterverse, also in Phase 1 abgehandelt wird und ab Phase 2 nehmen wir uns dann irgendwas Neues. Nehmen wir dann vielleicht endlich Space Godzilla, lasst uns dann langsam Destroyer aufbauen oder irgendwas in der Art auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, ich bin auf eure Kommentare gespannt. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.